Grüß euch Leute, hier der Flo aus Panama. Heute wollte ich eigentlich erstmal über das Thema Ziele wieder mal reden, weil es ist wieder soweit, ein neues Jahr beginnt. Und zuerst wollte ich mal einen Rückblick machen auf 2018, weil da ist ja relativ viel passiert. 2017 habe ich enorm investiert. Ich habe fast jeden Monat ein Investment gemacht, ein Objekt eingekauft. Ich habe richtig Gas gegeben. 2018 habe ich wieder mal konsolidiert. Eines meiner großen Ziele im Jahr 2018 war mein persönliches Gewichtsziel, fangen wir mit meinen persönlichen Zielen an. Ich wollte es einmal schaffen, unter, wie wiege ich denn jetzt, genau unter 112 Kilo zu kommen. Gut, ich bin sehr groß, ich bin 1,93. Deswegen haben wir eine breitere Brust und breiteres Kreuz hat. Da fällt das nicht so auf, wenn man 4, 5 Kilo mehr oder weniger hat. Aber ich habe überlegt, wann habe ich denn letztens 112 Kilo gewogen, ich glaube, das war mit 24. Aber ich habe es geschafft, ich war sogar einmal auf 111 und da bin ich super stolz auf mich, weil ich hatte für mich viele Gesundheitsziele. Ein ganz großes Ziel war davon, meine generelle Ernährungsweise zu verändern. Ich bin jetzt ein bisschen in das Thema Low Carb eingestiegen und das tut mir total gut. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Hautkonsistenz sich verändert hat, meine Energie ist besser geworden. Ich bin fokussierter, bedachter, auch etwas innerlich ruhiger geworden. Und dem schreibe ich viel eine gesunde Ernährungsweise zu. Und ich habe mich ganz viel mit Bio- und Gesundheitshacks beschäftigt. Also was kann ich machen, um meine Gesundheit zu boosten? Und das hat super geklappt. Da bin ich stolz auf mich. Für mich persönlich mein großes Ziel. Mein zweites Ziel war, ein bestimmtes Transaktionsvolumen zu erreichen. Und 2018 war geprägt eher vom Verkauf als vom Ankauf. Mein erstes Büro war ein bisschen wehmütig, mit einem weinenden Auge, wie man so schön sagt. Und auf der anderen Seite, mit einem Lächeln im Gesicht, habe ich mein erstes Büro, in dem ich mich selbstständig gemacht habe, mit meinen Kollegen verkauft. Das hatte ich 12 Jahre gehalten. Es war ein Denkmalschutzobjekt und war nach 10 Jahren steuerfrei. Nach 12 Jahren hatte ich keine Sonderabschreibungsmöglichkeit mehr, weil ich hatte einen relativ hohen Sanierungsanteil. Und ich habe das für 420.000 Euro verkauft. Und das Schöne ist natürlich, und das sind die wirklich süßen Früchte des Immobilieninvestors, ist, dass man das dann nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann. Haltefrist und das hat Spaß gemacht. Dann habe ich auch eine Immobilienetage verkauft. Das war auch recht interessant. Also generell muss ich sagen, war für mich das Jahr 2018 geprägt von Neusortierung, von Konsolidierung, weil ich bin mir nicht so ganz sicher oder war Anfang 2018 mir auch nicht so ganz sicher, was denn im Immobilienmarkt passiert, und so habe ich etwas weniger gekauft wie sonst immer und habe eher primär mehr verkauft und habe Liquidität letztendlich angehäuft, um gut vorbereitet zu sein, was immer da kommt, und habe auch mein Portfolio ein bisschen diversifiziert. Viele, die mich kennen, wissen, ich investiere nicht nur in Immobilien, sondern ich investiere auch in Unternehmensbeteiligungen und habe dort meine Unternehmensbeteiligungen weiter aufgestockt, in diesem Bereich ein bisschen investiert. Und das war interessant. Auch haben ein, zwei meiner Partner ein bisschen gestrauchelt. Den wollte ich finanziell auch ein bisschen unter die Arme greifen. So habe ich quasi auch Firmenkredite vergeben aus meinem eigenen Portfolio, habe mich an Unternehmen beteiligt und Immobilien im Primär einmal verkauft und auch steuerfrei mitgenommen, konsolidiert. Und deswegen, das war eigentlich sehr erfolgreich. Also meine Transaktionsziele habe ich dieses Mal habe ich nur 75% erreicht, meine Abnehmziele zu 100%. Und dann war es eine meiner großen Ziele, eine Auslandsinvestition zu starten. Und das habe ich auch geschafft. Ich habe eine Kleinigkeit gemacht, war für mich eine Großigkeit. Ich habe in Panama mein eigenes Konto eröffnet und habe da mal ein bisschen Geld hingepappt, wo es auch echt anständige Zinsen gibt. Ich glaube, das sind so 2-2,5%, wird einem monatlich gut geschrieben. Natürlich versteuere ich diese Sachen auch als Kapitalertrag in Deutschland. Also Panama heißt ja nicht gleich Steuerhinterziehung, sondern Panama heißt auch interessante neue Optionen zu gewinnen für einen selber und seinen Vermögensaufbau. Das heißt, ich habe dort ein Konto eröffnet, wo es gute Zinsen gibt. Habe dort ein bisschen US-Dollar jetzt quasi angelegt, auch mal interessant, eine andere Währung zu wählen. Wobei das ja alles letztendlich, grüß dich, mein Kollege kommt gerade von seinem Besuch. Habe dort versucht, ein bisschen zu konsolidieren. Und das war mir persönlich recht wichtig. Und ich habe mich an einer
Walnuss, ich habe in einer Walnussplantage in Georgien investiert, um einfach auch meinen Investitionshorizont etwas außerhalb von Europa zu gestalten. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal intervenieren. Ein bisschen leiser zu sein, ich mache gerade ein Video für YouTube. Danke dir. Ja, so wie das Leben spielt. Bin nicht allein in Panama, sondern bin mit ein paar echt guten Leuten da. Und der eine ist gerade, hat mich gerade hier im Hotelzimmer wieder überrascht. Ich habe mir gedacht, er macht noch ein Spaziergängchen und guckt sich selbst auch mal den Papst an. Wir haben nämlich uns vorhin den Papst angeschaut und haben ihm mal fröhlich zugejubelt. War eine gute Sache. Ja, also 2018 war geprägt von Konsolidierung, von auch vielen Erkenntnissen. Es gab auch ein paar Internetziele, die ich hatte. Was wollte ich denn noch machen? Ja, generell hatte ich auch ein paar Einbrüche, die mich dazu verleitet haben. Also persönlicher Art, das heißt, bei mir im Keller hat man eingebrochen, bei uns im Büro oder beziehungsweise im Nachbarbüro hat man eingebrochen. Eine Frau meines Handwerkers hat man vergewaltigt. Also viele Sachen, die echt übel waren, die mich persönlich geprägt haben und auch mein Denken und mein Vorsichtsverhalten, mein Sicherheitsbedürfnis haben es verändert. Deswegen habe ich auch in 2018 einiges in Sicherheitstechnik investiert, was ich eigentlich nie vorhatte. Das heißt auch eher persönlich finde ich, in destruktive Sachen investiert, die ja keine Rendite bringen, sondern die für Absicherung gelten. Habe meine Versicherungen aufgestockt bei uns im Büro. In Nürnberg haben wir quasi in Sicherheitstechnik investiert, in Kameratechnik, also alles Sachen, die wir vorher nicht gemacht haben. Das heißt, ich habe viele Prozesse letztendlich versucht abzusichern, habe mich mit der Datenschutzgrundverordnung auseinandergesetzt. Also alles eigentlich eher destruktive Themen, die einen persönlich nicht weiterbringen. Ich muss auch sagen, ich habe es heute nicht erkannt, wozu die Datenschutzgrundverordnung überhaupt gut ist. Jedenfalls nutzt sie nicht, meiner Meinung nach, nicht mir als Kunden und es nutzt auch nicht den Unternehmen. Ja, Verschwörungstheoretiker würden wohl sagen, im einzigen, den es nutzt, ist die EU oder Deutschland. Das heißt, damit werden quasi jetzt alle Internetseiten wahrscheinlich irgendwo registriert und es bringt vielleicht ein bisschen Ordnung ins System, aber ich finde nicht, dass es den Kunden wieder genutzt hat, sondern ganz im Gegenteil, durch die Datenschutzgrundverordnung gab es wieder mehr Dienstleistungsaufwand, die Prozesse sind teurer geworden, was eigentlich eher zur Verteuerung führt und kann nicht zu einem größeren Datenschutz. Also ich persönlich. Wenn einer von euch versteht, welchen Nutzen die Datenschutzgrundverordnung hat, dann bitte gerne in den Abspann rein. Vielleicht verstehe ich es dann mal, aber bisher habe ich noch keinen getroffen, der mir erklären konnte, welchen Nutzen für Unternehmen oder für den Endkonsumenten oder für den Endkunden oder also den Bürger die Datenschutzgrundverordnung hat. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Ja, was gab es noch? Ich habe mein Mentoring weiter perfektioniert, weiter dazugelernt, bin dann noch besser geworden, was mir persönlich wichtig ist. Meine Ansicht ist, dass man nur eine Existenzberechtigung hat, wenn man extrem Mehrwert für den Kunden liefert. Ich habe zwei neue Bücher angefangen und habe meinen ersten Online-Kurs gemacht. Es war mir wichtig, im Bereich der Digitalisierung ein Neues dazuzulernen und das ist auch ein Plan für 2019, hier nochmal eine weitere Ausbildung zu machen zum Thema Datenschutz, zum Thema Digitalisierung, Datenschutz bin ich. Was habe ich noch gemacht? Ich habe, ja, kritisch zu sehen, ich habe vielleicht für mich zu wenig gelesen. Ich habe einige Fortbildungen besucht und Seminare besucht. Ich war auf der Digital Nomad of Cruise. Das fand ich total geil. Habe dort viele richtig coole Digitalnomaden kennengelernt. Kann ich euch nur empfehlen, euch mal mit den Digitalnomaden zu beschäftigen. Eine geile Gruppierung von Menschen, die ja, sich dazu entschieden haben, sich komplett dem Weltbürgertum oder dem Weltfreiheitstum zu unterwerfen. Und die sich quasi von ihrem Heimatstaat abgemeldet haben und ihr Leben dort fristen, wo sie es am schönsten finden, wo die Menschen am nettesten mit ihnen umgehen. Und da habe ich viel gelernt und da bin ich für mich dankbar. Ne, ich bin ja selber sehr freiheitsgetrieben und unabhängigkeitsgetrieben. Deswegen muss ich sagen, fühle ich mich bei den Digitalnomaden pudelwohl, geile Leute mit einem wirklich interessanten Denken. Viele von den Leuten, die ich da kennengelernt habe, zum Beispiel auch Christoph Heuermann, für dessen Kontakt ich sehr dankbar bin, sind Menschen, das sind für mich eigentlich eher Wandergelehrte. Das sind die Intellektuellen der heutigen Zeit, extrem beeindruckende Persönlichkeiten mit einem ganz anderen Mindset, als dass man da so mit als typischer Deutscher daherkommt mit Sicherheitsorientierung und. Für die zählt Freiheit über alles und da habe ich viel dazugelernt. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja, was hatten wir noch? Ja, ich war auch ein paar Mal im Spielcasino, habe festgestellt, dass ich nach wie vor echt gerne spiele.
nicht nur auf Casino-Ebene, sondern auch einfach, dass ich die Arbeit als Spiel begreife, die mir viel Freude bereitet. Ich habe früher mal gerne Schach gespielt und Monopoly und alles, was man sich vorstellen kann, aber viel geiler als auf so einem Brett zu spielen, ist eigentlich in der Wirklichkeit. Und auch wieder aus dem Casino habe ich viel gelernt, auch über mich selber. Genauso wie du zockst, bist du auch persönlich. Und ich bin eher der einfache Chancensetzer und der durch Disziplin und Durchhaltevermögen dann sein Vermögen aufbaut. Und so habe ich auch in 2018 eigentlich in den Casinos gar nicht so viel verloren, sondern fast eher gewonnen. Und das fand ich interessant, auch nur kleine Summen. Aber auch da lernst du immer wieder was über dich selber kennen. Und ich kann über mich sagen, ich habe wirklich nach wie vor verliere ich gar nicht und gewinne auch nicht, als 50 Euro zu verlieren, weil verlieren ist echt kacke. Ne? Wobei ich auch immer wieder spekulative Einsätze mache, aber da schmeiße ich das Geld vorher geistig weg. Und auch wenn ich ins Casino gehe und ich setze eine Summe ein, ich sag mal irgendwas, 200 Euro, dann schmeiße ich die eigentlich im Vorfeld in den Mülleimer, weil dann habe ich kein Problem, es zu verlieren und kann das Spiel genießen. Wenn ich das zu ernsthaft nehme bei den kleinen Summen, dann geht mir das sowas von auf die Nüsse. Da habe ich überhaupt keinen Spaß dran. Also wieder viel über mich gelernt. Ich habe es auch mal in Krypto probiert. Ich habe 3.000 Euro am Anfang des Jahres in Krypto investiert, weil ich gedacht habe, okay, du musst dabei sein. Wenn jetzt 10.000% steigen und ich wäre nicht dabei gewesen, hätte ich mich in den Arsch gebissen. Ich bin aber dankbar, dass ich nicht zu viel Zeit mit Krypto verbracht habe. Ich habe aus 3.000 Euro, das habe ich in 1.700 gemacht. Also ich war extrem effizient. Wobei ich es nicht selber gemacht habe, sondern habe meinem Praktikanten das Geld in die Hand gegeben, der sich rund um die Uhr mit diesem Thema Krypto auseinandergesetzt hat. Und ich hatte einfach keine Lust, mir zu überlegen, welche dieser Währungen jetzt die beste ist. Also habe ich meinem Praktikanten das Geld zur Verfügung gestellt und sage, hier, streu mal, kauf mal, mach mal. Und ich habe mir dann das Ergebnis erzählen lassen und der hat aus 3.000 Euro ein 7 gemacht. Also vielleicht weniger verloren als der Trend. Aber ich war dabei und das fand ich trotzdem gut und ich habe mit Genuss verloren, weil ich viel gelernt habe und konnte meinen Praktikanten immer ordentlich sticheln. Das hat mir auch Spaß gemacht. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mal in so einem, ganz interessant, ich habe mal vorbörslich in so ein IPO investiert. Das wurde mir so als Friendly Investment angepriesen. Und da habe ich auch wieder gelernt, ey, Alter, du musst alles selber machen, wenn du was verdienen willst. Weil auch hier habe ich ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ich glaube, ich habe 10er reingesteckt, da waren es 15. Und 12 sind rausgekommen, weil ich habe ungefähr 20% verloren. Also nicht so schlimm, ich habe mich an Stop-Loss gesetzt. Aber es war auch wieder da der Gedanke, okay, machst du mal mit. Habe ich noch nie gemacht, vorbörslich die Chance gehabt, aus einem Unternehmen teilzunehmen. Aber eigentlich fand ich das Geschäftsmodell nicht so prickelnd. Aber ich habe es trotzdem einfach probiert und habe verloren. Und es hat Spaß gemacht. Und ich habe eine Menge dabei gelernt. Nämlich nie wieder in irgendwas zu investieren, was ich nicht selber in der Hand habe. Ich kann es dir nur immer wieder ans Herz legen. Oder du zockst. Zock finde ich auch okay. Wie im Spielcasino, legst 200 Euro auf den Tisch und mal gewinnst du und mal verlierst du und du lernst was und du hast Spaß dabei. Dann ist das geil. Aber Vermögensaufbau funktioniert nur mit einem System und funktioniert nach wie vor immer nur dann in soliden und kleinen Schritten. Und wenn du denkst, dass es hier denn die Wunderpille gibt, die Abkürzung zum Glück, kann ich dir sagen, forget it, die gibt's nicht. Du musst was tun. Was habe ich noch? Ich habe auch was gelernt. Ich finde es wichtig, zum Beispiel nicht nur in Immobilien zu investieren. Und zwar nicht, weil ich der Fan von Diversifizierung bin, das bin ich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich eher der Fan von Fokussierung. Aber wenn du in andere Assetklassen investierst, zum Beispiel Unternehmensbeteiligung, wie ich das mache, dann kannst du neutraler auf deine Lieblings-Asset, also du hast eine Lieblings-Asset-Klasse zu schauen. Das heißt, wenn du nur eine einzige Asset-Klasse hast, zum Beispiel du investierst nur in Immobilien und es naht sich eine Krise, dann kann das passieren, weil du ja nur in Immobilien investiert bist, dass du vielleicht nicht so ganz neutral bist, sondern du bist verliebt in dein Produkt und darauf kann Fehler entstehen. Und deswegen ist es interessant, wenn du mehrere Möglichkeiten hast und du merkst, okay, Immobilien bergen bestimmte Risiken oder in ein Land zu investieren, bergen oder du siehst oder fühlst bestimmte Risiken und bist nicht mehr ganz sicher, dann ist es enorm geil, wenn du noch eine zweite Assetklasse hast oder du machst eine dritte auf und diversifizierst, das heißt, du investierst mal in anderen Klassen, wo du nach wie vor begeistert bist und damit reduzierst du einfach dein Risiko und du schaffst es wieder Distanz zu finden und von außen drauf zu gucken. Ich sehe das bei vielen Coaches, die nur in eine Assetklasse investieren und nur eine Assetklasse
bewerben und vielleicht gar nicht investieren, mal ganz schlimme Variante, ne, kennen wir alle. Aber die verlieren, finde ich, dann oft den nüchternen Blick auf die Sache und wollen ein paar Teufel komm raus mit ihrer Assets-Klasse Erfolg haben. Aber manchmal ist es einfach so, manchmal muss man einfach entspannt sein und ein bisschen abwarten. Denn ihr wisst ja, Vermögen wandert immer von den Ungeduldigen zu den Geduldigen. Und dazu gehört es einfach auch, dass man mal die Füße stillhalten kann, mal ein Jahr, ein halbes oder einfach mal akzeptiert, hey, macht man mal was anderes. Qualifiziert man sich einfach weiter. Und es ist total gesund. Gut, das war vielleicht so ein bisschen der Rückblick. Was habe ich für mich vor fürs nächste Jahr? Ja, ich habe mit einem Kumpel zusammen, den ich extrem schätze, mit dem Dieter, eine gemeinsame GmbH gegründet. Habe so ein bisschen das Investor-Modell. Der eine gibt das EK, der andere macht die Performance. Wir haben die jetzt fröhlich zusammen gegründet und jetzt ist meine Aufstellung, gutes Objekt dafür zu finden oder gute Objekte dafür zu finden. Und mein großes Ziel ist es, ein richtig cooles Objekt zu finden, damit mein Freund, Co-Investor und ich da richtig Spaß mit haben. Was habe ich noch? Ja, schlank bleiben ist ein wichtiges Ziel für mich und nach wie vor Akzent auf die Gesundheit zu legen. Wie sagt man so schön, die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ich habe leider auch in dem Bereich im Bekannten- und Freundeskreis viele Rückschläge gesehen und erlebt und mache mir auch manches für manche Menschen richtig Sorgen, die übermäßig rauchen und vielleicht ab und zu viel einfach ein bisschen zu tief ins Glas schauen. Und da möchte ich einfach nach wie vor am Ball bleiben und was für meine Gesundheit tun. Ich habe ja vor, 105 zu werden. Ne, da muss man sich ja ein bisschen anstrengen. Was habe ich noch? Ja, ich möchte mein Panama-Engagement ausweiten. Deswegen bin ich ja jetzt auch in Panama City. Nächste Woche wird ganz spannend. Da werde ich mein Friendly Nation Visum mal beantragen. Ich hoffe, ich kriege das Ding. Und das funktioniert, das Ganze. Bin ich total gespannt. Werde euch dann bestimmt noch ein bisschen mehr über Panama erzählen. Finde ich ein geiles Land. Ich mag die Menschen, die sind hier so nett. Und mir gefällt das Klima. Also, ich finde hier einfach alles geil. Ja, alles geil findet man nirgendwo, aber ich finde es hier sehr nett. Was haben wir noch? Ich möchte mein Business weiter automatisieren, also eher noch smarter arbeiten. Meine Idee ist auch mal mit einer E-Assistant zu arbeiten. Da habe ich ja viel über die Digital Nomads gelernt, um einfach Routineprozesse weiter zu automatisieren, damit ich mehr Zeit habe für Investments und noch mehr Sachen habe, die ich mache, noch mehr darauf fokussieren kann, was mir Spaß macht. Ich arbeite ja immer mit meiner berühmten Scheiße-Liste, kann ich nur empfehlen. Da schreibe ich mal alles drauf, was mir nicht gefällt. Und jedes Jahr ist so die Aufgabenstellung, mindestens 40% von meiner Scheiße-Liste zu entfernen. Das ist ja auch ein ganz guter Trend. So wird dein Leben ja auch immer besser, wenn du immer weniger davon tust, was du eigentlich scheiße findest. Was habe ich noch? Ja, ich möchte meine beiden Bücher fertigstellen. Ein Buch zum Thema Unternehmertum, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich habe Bestseller, das 1x1 des Immobilienmillionärs, jetzt übersetzt auf Englisch. Das muss ich jetzt nochmal fertig kriegen und auspaldöbern. Das habe ich auch mit Mario Geist zusammen gemacht, den ich sehr schätze und mit dem ich viel zusammen mache. Das ist ein toller Typ. Ja, was möchte ich noch? Gut, natürlich habe ich ein bestimmtes Transaktionsvolumen für mich vor, das ist ja auch ganz klar. Dann möchte ich wieder 2 bis 4 neue Länder in diesem Land, in diesem Jahr besuchen. Ich bin schon ganz gespannt. So ein bisschen habe ich Indien geplant, da war ich noch nie. Vielleicht in Kombination mit den Malediven, das genau davor. Und was ich auch geil fände, wäre Nord- und Südkorea. Vor allem Nordkorea würde mich interessieren. Also das sind so die Ideen ein bisschen für dieses Jahr. Möchte auch mein passives Einkommen steigern, aber nicht durch Immobilien, sondern weiter durch Automatisierung und virtuelle und digitale Einnahmen. Bin ich schon ganz gut unterwegs mit meinen Büchern, möchte aber da noch ein bisschen mehr machen, weil ich es ein interessantes Business finde. Auch was, wo ich noch nicht so routiniert bin. Ja, klar, ist vielleicht auch altersbedingt. Die Sachen, ich hatte ja auch mal Wirtschaftsinformatik als Teilfach. Und die Dinge, die ich damals gelernt habe, die gibt es ja heute schon fast gar nicht mehr. Und deswegen würde ich mich gerne mal wieder intensiver mit dem Thema IT und IT-Automatisierung beschäftigen. Finde ich einfach geil für mich. Ja, und ich möchte gerne Online-Marketing-Fortbildung machen. Wenn ihr übrigens gute Tipps habt, was es für geile Online-Marketing-Fortbildungen gibt, bin ich total offen. Aber ich möchte nicht irgendwie so eine C-klassierte Fortbildung machen, sondern ich möchte nur eine Fortbildung machen bei jemand, der selber damit schon erfolgreich ist. Das ist immer meine Maxime. Ich suche mir meistens immer die Mentoren, die genau das, was sie lernen, auch vorher vorgemacht haben, dass sie es können. So biete ich ja auch meinen Service an. Ich würde ja auch kein Immobilienmentoring anbieten oder Gründungsberatung, wenn ich nicht selber vorher etliche Male gegründet hätte. Denn das finde ich beschissen. Ne, ich mag nicht Menschen, die damit Geld verdienen, indem sie dir erzählen, wie es geht, aber selber nicht können.
Nee, das Wissen ist nichts wert, denn der Teufel liegt immer im Detail. Also kann ich dir auch nur raten, such den Mentor, der da ist, wo du hin willst. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, was habe ich noch? Jo, ne, das sind so für mich die wichtigsten Sachen. Ach so, ich habe noch so eine kleine Gewerbeeinheit, die ich übrig habe, im Gastronomiebereich. Die würde ich auch ganz gerne noch abstoßen, weil Gewerbe ist einfach nicht meins. Das habe ich mal wieder erkannt. Ich bin eigentlich echt ein Wohnimmobilienvermieter, das beherrsche ich. Und ja, das wäre auch noch so eine meiner Wünsche für dieses Jahr. Und natürlich wieder ordentlich coole Immobilieninvestments. Vielleicht auch mal in Panama. Ja, da plane ich ja so eine Kakaoplantage zu investieren. Und da bin ich ja die ganze Zeit am Informationsgenerieren. Und das macht mir total viel Spaß. Und ja, mein Spanisch möchte ich natürlich weiter ausbauen. Auch wenn mal so die Idee, mal einen Monat vielleicht nach Panama zu ziehen und hier einfach einen richtig fetten Sprachkurs zu machen, um mich jeden Tag 5 Stunden in die Sprachschule zu quälen. Ich merke aber auch, ich nehme jetzt immer einmal die Woche Spanischunterricht von einer ganz süßen, meiner Spanisch-Oma. Und ich merke, das trägt echt Früchte, obwohl ich ein fauler Sack bin, was Vokabeln lernen betrifft. Das bin ich mal ehrlich, das ist irgendwie. Oh. Aber ich bin trotzdem besser geworden, ne, durch diese Regelmäßigkeiten. Ich habe wirklich jede Woche bin ich fleißig immer zum Spanischunterricht gegangen und ich muss sagen, nee, das macht sich echt bemerkbar. Ich verstehe viel mehr und da macht es einfach auch die Disziplin aus, dass man das lange macht und immer wieder hingeht und nicht abbrechen lässt. Und deswegen, das kann ich dir empfehlen. Für 2019 mach es mit Disziplin und auch wenn du zum Beispiel jeden Tag nur eine halbe Stunde liest, ne, dann kommst du da im Jahr. Ja, auch auf einem gewaltiges Potenzial an Lesezeit. Und das bringt dich gewaltig voran. Und genauso ist es mit Vokabellernen und genauso ist es mit Spanischunterricht und genauso ist es mit vielen Sachen. Es reicht oft eine halbe Stunde am Tag, manchmal eine Viertelstunde am Tag. Und dann schaffst du ein gewaltiges Jahresvolumen und dann veränderst du dich und entwickelst dich richtig gut. Das heißt, Weiterentwicklung für mich ganz wichtig fürs Jahr 2019, kann ich dir auch nur empfehlen. Steht immer ganz oben auf dem Plan, weil wenn du, ich sag mal, so Ende 2019 noch genauso denkst wie Anfang 2019, dann hast du was falsch gemacht. Dann heißt das nämlich, du hast dich überhaupt nicht weiterentwickelt. Beste Grüße aus Panama City. Das also so ein bisschen zu meinen Zielen. Ich freue mich, würde mich auch, deine Ziele würden mich auch enorm interessieren. Gerne darfst du sie einfach unter das Video schreiben. Und ja, ich bin gespannt, was du so reißen willst in diesem Jahr. Also für mich ist es Weiterentwicklung, für mich ist es Investment außerhalb von Europa. Für mich ist es natürlich auch immer wieder günstige Immobiliendeals zu finden und natürlich auch eigene Weiterentwicklung. Ne? Weil, und das muss ich auch sagen, der Grenznutzen von Geld sinkt, wenn du letztendlich finanzielle Freiheit erreicht hast. Das heißt, dir ist dann eher wichtiger, dass du einen Beitrag leistest, dass du andere Menschen auch in die Situation versetzt, vor allem Menschen, die du magst, dass sie sich auch freiheitlich entwickeln können. Wenn du Interesse hast an meinem Immobilienmentoring, kann ich dir immer nur empfehlen, schreib mich einfach an oder geh auf meine Internetseite www.education-punk.de, schau dir mal mein Immobilienmentoring an und vielleicht möchtest du ja auch in deine eigene Weiterentwicklung investieren. Und dann würde ich mich freuen, dich persönlich kennenzulernen. Beste Grüße aus Panama City, dein Florian.